Claire Doyle, eine der erfahrensten Aktivistinnen der marxistischen Bewegung und ein Gründungsmitglied unserer internationalen Organisation, zu Gast zu haben. Claire ist seit den 60er Jahren in der britischen Arbeiterbewegung aktiv und war viele Jahre Mitglied der Leitung der Witten-Gruppe in der britischen Labour-Partei, aus der sie auch ausgeschlossen wurde. Heute ist sie Mitglied der Socialist Party in England und Wales und arbeitet im internationalen Sekretariat des CWIs. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und sprechen willst. Genossinnen und Genossen. Comrades. Das ist das Einzige, was sie Deutsch sagen wird, weil ich als Übersetzer da bin. We live in very disturbed and confusing times. Wir leben in sehr verstörten und auch verwirrten Zeiten. The crisis of 10 years ago is not over. And there seems to be no end in sight for the wars in Syria, Afghanistan, Myanmar, Sudan, killing thousands and driving millions from their homes. Die wirkliche Krise von vor 10 Jahren ist nicht vorbei und es gibt eigentlich keine Sicht für Kriege in Syrien, Afghanistan, Myanmar und Sudan, die tausende Menschen töten und Millionen Menschen zur Flucht zwingen. In recent weeks there's been renewed talk about the trade war between the big powers and a build-up of tension between the US, China and Russia. In den letzten Wochen gab es viel Rede über einen wiederbeginnenden Handelskrieg zwischen den Großmächten und ein Bilden von Druck und Konflikten zwischen den USA, China und Russland. We've seen the dramatic train journey to Beijing this week of the North Korean leader Kim Jong-un, apparently in preparation for the peace talks in South Korea with the US President Donald Trump, aimed at de-escalating nuclear crisis. Wir haben die dramatische Zugreise nach Peking gesehen von nordkoreanischen Führer Kim Jong-un, offensichtlich oder angeblich in Vorbereitung für überraschende Friedensgespräche in Südkorea mit dem US-Präsidenten Trump, im Versuch, die nukleare Krise herunterzukommen. And today we have the world media full of talk about a new cold war following the strange case of the nerve attack in a peaceful little city in southern England. Jetzt haben die Medien der ganzen Welt sind voll von Berichten über einen neuen Kalten Krieg, gerade nach der seltsamen Gift in einer friedlichen Stadt in England. There are now diplomats, or some of them spies, of course, being from more than 60 countries, being flown backwards and forwards from Russia to home and home to Russia. Diplomaten aus mehr als 60 Ländern, manche von ihnen sind auch Spione, werden gerade sozusagen auch inoffiziell nach Russland und von Russland nach Hause auf Ukraine. But this is not Cold War of the past, which came to an end after the fall of the famous wall in this city. Das ist nicht der kalte Krieg der Vergangenheit, der zu einem Ende gekommen ist nach dem Fall der Berliner Mauer. That was a conflict between two very different social systems. Damals war es ein Konflikt zwischen zwei sehr verschiedenen sozialen Systemen. Although there are certainly divergent and confused views on how to treat Putin's Russia, not least here in Germany. Obwohl es sicherlich sehr unterschiedliche und auch sehr verwirrte Ansichten und Eindrücke davon gibt, wie man jetzt das Putins Russland behandeln soll, nicht zuletzt auch hier. Vladimir Putin, who is said to be the richest man in Russia, by the way, is precisely a product of that transition to the market, away from the state-owned bureaucratically planned economies of the past. Putin, der reichste Mann in Russland sein soll, ist genau das, ein Produkt
des Übergangs zu einer Marktwirtschaft, weg von der vom Staatseigentum des bürokratischen Planwirtschaft der Vergangenheit. Newly ensconced in his position as president, he has, if anything, been boosted, been strengthened by the hostility from outside. Wurde er sozusagen nach der Wahl in seiner Position wieder gestärkt als Präsident, wird er eigentlich von der Feindlichkeit der anderen Mächte eher stark unterstützt. Er hat eine neue Generation von Nuklearwaffen angekündigt. But even within days of being elected, as Comrade Igor will no doubt elaborate, he's already facing angry demonstrations demanding his resignation because of the corruption and negligence that are behind the tragic fire in Kemerovo. Aber sogar Tage nach seiner Wahl wird Putin von einer Bewegung, von einer wütenden Bewegung konfrontiert, die über die Korruption und über die Ignoranz nach der Tragödie in Kemerovo Now China is also armed to the teeth with nuclear weapons. China ist auch bis zu den Zähnen bewaffnet mit Nuklearwaffen. And has the biggest army in the world. Und hat die größte Armee in der Welt. But does Xi Jinping's self-appointment as dictator, his new position, but it's an old position, new dictator for life, does that guarantee stability in that vast nation? Aber dass jetzt Xi Jinping sich noch weitere quasi diktatorische Rechte gegeben hat oder seine diktatorischen Rechte eigentlich noch stärker hat, macht das die Situation dieser riesigen Nation stabiler? It may be the opposite. Es könnte sein, dass das Gegenteil der Fall ist. Because clamping down on dissent can have the effect of actually causing explosions from below. Denn Unterdrückung von Widerstand kann auch den Effekt haben, dass es mehr Widerstand gibt. Perhaps the most destabilizing, destabilizing and unpredictable element in the world today is the occupant of the White House. Aber das instabilste und unvorhersehbarste Element in der Welt ist eigentlich der momentane Bewohner des Weißen Hauses. He fires his advisors and his spokespeople and changes his policies as often or maybe even more often than he changes his shirts. Er feuert seine Vertrauten und sein politisches Umfeld öfter, als er seine Unterwäsche wechselt. More of that tomorrow from Charma. Spoiler für morgen, wo Charma eine Veranstaltung hält. But it does indeed seem to be a bit of a mad world that we're living in. Es scheint tatsächlich, dass wir in einer verrückten Welt leben. As we've heard, the far right has been on the ascendancy in Europe, not just in Austria and here in Germany. Die extreme Rechte ist auf einem Aufstieg in Europa, nicht nur in Österreich und hier in Deutschland, sondern auch momentan in Italien. But now in it's Marxism, I anticipated what you wanted to say. It's written down. Already in Italy. No, but now in Italy. We see this kind of double-headed monster of the five-star movement. In Italien sind eigentlich diese zweiköpfige, also in verschiedene politische Richtungen ausgerichtete Monster der Fünf-Sterne-Bewegung. Also es zeigt sich, dass die Sternbewegung, die eine Mischung aus links- und rechtspopulistisch ist und sich momentan anscheinend erst im Rechtspopulismus orientiert, in eine Regierung einsteigen wird als stärkste Partei mit der Partei Lega, die früher die Lega Nord in Italien war. And some of the spokespeople of Lega Nord have even spoken very openly, like Berlusconi, by the way, who luckily hasn't got a look in now. They've spoken about repatriating 600,000 immigrants, refugees,
back to the homes, to war, to killing, to disaster. Die Liga Nord hat angekündigt, dass sie bis zu 600.000 Migranten, die nach Italien geflohen sind, abschieben will in ihre Heimatgebiete. And then today, on world scale, in this country, we have the biggest gap between rich and poor. Weltweit die größte Lücke zwischen Arm und Reich, die Schere zwischen Arm und Reich ist so weit auseinander wie die. And tomorrow we're celebrating the life of Karl Marx, born 200 years ago, and he explained about how this gap would grow. Wir feiern morgen den 200. Geburtstag von Karl Marx und schon er hat damals erklärt, wie diese Schere immer weiter auseinander geht. And in my youth, it seemed as if in the boom period, perhaps that gap was narrowing. But today, as I say, it's wider than ever. In der Jugend gab es eine kurze Zeit, in der es sogar schien, als würde diese Lücke zwischen Arm und Reich sich eher ein wenig verkleinern. Aber heutzutage ist klar, dass sie größer ist als je. And yet parties that once represented the working class have turned into their opposites. Und die Parteien, die eigentlich früher mal die Arbeiterklasse repräsentiert haben, haben sich in das Gegenteil gewandelt. Failing to fight against austerity, against insecurity of jobs, against insecurity of homes, cuts in it's developing now. Its leader, Mélenchon, actually got 7 million votes in the presidential election last year. Frankreich hat die von Mélenchon angeführte France Insoumise-Partei für Mélenchon selber 7 Millionen Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen mobilisieren können. In Greece we saw that Syriza became totally discredited. It's becoming totally after Pasok and Syriza, and now we have Varoufakis setting up his own party. It's going to be some alternative to Syriza. Let's see. Nach dem schon beschriebenen Verfall von PASOK ist auch die Syriza jetzt offensichtlich an den Aufgaben gescheitert und sozusagen auf dem Weg nach unten. Und jetzt hat Varoufakis den Versuch einer eigenen Parteigründung unternommen. Wir werden sehen, wohin das führt. But in Italy, we see a new force, a coming together of some of the older left forces in a movement called Power to the People, Potere al Popolo. In Italien sind jetzt viele klassische und ältere Kräfte der Arbeiterbewegung zusammengekommen in einer Bewegung, die sich alle Macht im Volk, also Macht der Bevölkerung, Potere al Popolo nennt. And this has attracted tens of thousands of young people to mass rallies up and down the country. Die überall in Italien Zehntausende, vor allem jugendliche Leute, in Massenveranstaltungen versammeln konnten. And all these new formations, they reach out towards socialist ideas and principles, but they fight shy of actually calling them by their proper name. They don't talk about socialism hardly ever. All diese Formationen, die greifen eigentlich nach den Ideen einer sozialistischen Umwälzung, aber sie haben nicht den Mut, sie bei ihrem wirklichen Namen, den Namen Sozialismus, zu nennen. But in spite of this, because of the situation that is developing, what we call objectively, really, a pre-revolutionary situation that is developing, in spite of these parties failing to do their job, the world's ruling elite fears for their futures. They fear the anger that is gathering against them and their system. Und obwohl diese Parteien eben ihren Aufgaben nicht gerecht werden, ihren politischen Aufgaben, dieser Situation nicht gerecht werden, sind wir in einer Situation, die objektiv nach einer Revolution schreitet, in der auch die herrschende Klasse Angst hat vor der Wut und vor der Kraft der Menschen, die eine Umwälzung herbeiführen wollen. Lenin explained 100 years ago in his brilliant pamphlet State and Revolution just how 1% can hold 99% of the population under control. Lenin hat vor 100 Jahren in seiner brillanten Schrift Staat und Revolution erklärt, wie genau die 1%, die 99% überhaupt kontrollieren können. It's by means of an elaborate, powerful state machine of armies, police forces, courts, prisons,
and sham parliamentary democracy. Sie brauchen dazu einen staatlichen Mechanismus und bewaffnete Einheiten wie die Armee, die Polizei, die Gerichte, die Gefängnisse und auch eine Art parlamentarisches Theater, in dem sie Demokratie vorspielen. Plus the lying mass media, and now we can add fake news and interference through the social media. Sie brauchen dazu auch noch die lügenden Massenmedien und jetzt können wir auch noch dazu erzählen die Fake News und die Verwirrung, die durch die sozialen Medien transportiert werden. But when a people rises in revolt, these forces can just shatter. Aber wenn sich Völker in der Revolte erheben, können genau diese Kräfte zerschlagen werden. We saw this in France 50 years ago, at the height of the greatest general strike in history. Wir haben das in Frankreich vor 50 Jahren gesehen, als es den größten Generalstreik in der Geschichte gab. When the general de Gaulle actually fled his country to seek shelter with his forces on this side of the Rhine. Wo General de Gaulle schon aus dem Land, das er regiert hat, fliehen musste und eigentlich Unterstützung und Hilfe gesucht hat auf dieser Seite des Rheins. It was actually his use of the strong state against the students and against the movement that developed, that inflamed it and made it bigger and bigger and bigger. Es war genau die staatliche Repression, die de Gaulle entfesselt hat, die Bewegung, die Wut der Bewegung immer größer gemacht hat und weiter entfesselt und angefacht hat. More of that tomorrow. Davon gibt es auch jetzt morgen. We saw how once the 99% begins to move, or some of them even, 20%, 30%, 40% begin to move, then these strong states begin to crumble. Wir sehen, wenn sich die 99% beginnen zu bewegen, oder auch nur 20, 30, 40% der Gesellschaft beginnen sich zu bewegen, wie diese starken Staaten zerkrümelt werden. We saw it when dictators and colonels were swept from the scene of history in Greece and in Portugal a few years after the great general strike in France. Wir haben es ein paar Jahre nach dem großen Generalstreik in Frankreich gesehen, als Diktatoren und Militärherrscher in Portugal und in Griechenland weggejagt worden sind. And we have seen the first stirrings of mighty revolts in our time, in Tunisia and Egypt, where the tyrants were overthrown by mass movements. Und wir haben die ersten Ansätze für diese massenhaften großen Revolten in unserer Zeit gesehen, als in Tunesien und Ägypten die Tyrannen von Massenbewegungen weggejagt wurden. And even as this year started, we saw the beginnings of a new Iranian revolution and a new movement in Tunisia. Und zu Beginn dieses Jahres haben wir eigentlich den Beginn einer neuen Revolution im Iran gesehen und einer neuen Bewegung in Tunesien. You can read the rest. Just read the rest. Dies sind erst die ersten Anzeichen von dem, was wir sehen werden. Weil letzte Woche noch krank. Sie hat gedacht, es ist jetzt besser. Krankenhaus. The CWI has a proud record of fighting for basic democratic rights in all countries that suffer dictatorship. Unsere Internationale hat eine stolze Tradition und gute Ergebnisse vorzuweisen beim Kampf in jedem Land, das unter staatlicher Repression und Diktatur gelitten hat. But we also explain that the removal of a dictator in itself is not enough to guarantee a decent life for all. Aber wir erklären auch, dass einen Diktator wegzujagen auch keine Garantie für ein wirkliches lebenswertes Leben für alle bedeutet. The commanding heights of the economy have to be taken into public ownership and the huge potential that now exists and is held back by capitalism has to be planned and developed under democratic workers' control and management. That's vital. Wir müssen die Kommandozentren der Wirtschaft in unsere Hand nehmen oder die müssen in öffentliche Hand genommen werden, in öffentliches Eigentum
vernommen werden und das riesige Potenzial, was momentan existiert und unter dem Kapitalismus zurückgehalten wird, muss geplant und entwickelt werden unter demokratischer Arbeiterkontrolle. Und das ist vital dafür, das ist überlebensnotwendig dafür, dass es funktionieren kann. A party espousing this program is also vital for the lasting success of any revolution. Eine Partei, die dieses Programm aktiv vertritt, ist überlebensnotwendig für einen anhaltenden Erfolg von jeder Art von Revolution. Skip one or two more things on the US. Ein oder zwei Sachen in den USA hört ihr dann eher morgen in den Workshops. One of the most significant movements of our times was actually triggered by that madman in the White House, that misogynist numero uno. Eine der größten Bewegungen unserer Zeit ist eigentlich hervorgerufen worden von dem Verrückten, der gerade im Weißen Haus sitzt, dem Nummer 1, wieso nicht, tschüss. Braunfeind, ja. Was the rising of the women worldwide to assert their rights, not to be demeaned, harassed, underpaid or denied the right to choose freely whether and when to have children. Das Aufstehen der Frauen weltweit, um für ihre Rechte zu kämpfen, dass sie nicht heruntergewürdigt werden, dass sie nicht belästigt werden, dass sie nicht schlechter bezahlt werden oder ihnen das Recht verweigert wird, selber zu entscheiden, wann oder ob sie Kinder bekommen wollen. It's actually our comrades in the US who can take the credit for organizing the first mass demonstrations, I think a day or a day and a half after the announcement of Trump's victory. Es sind unsere Genossen und Genossinnen in den USA, die eigentlich so die Lorbeeren dafür gebühren, die ersten Proteste direkt nach Trumps Präsidentschaft organisiert zu haben, ein oder anderthalb Tage später Massenproteste auf die Straße bekommen zu haben. The CWI and its sections have a proud record over the years of campaigning for women's rights. Unsere Internationale hat eine stolze Tradition und gute Erfolge in den letzten Jahren in Kampagnen für den Kampf um Frauenrechte. On pay, on abortion rights, against sexism and domestic violence. Ob es Lohn betrifft, ob es das Recht auf Abtreibung betrifft, ob es den Kampf gegen Sexismus betrifft oder den Kampf gegen häusliche Gewalt. I think now all of our sections of the Committee for the Workers International are to the fore in campaigns against cuts and austerity, which by their very nature hit women hardest. Alle unsere Sektionen in der Internationale sind an der Vorfront von dem Kampf gegen Kürzungspolitik und Austeritätspolitik, die in ihrer ganzen Natur Frauen am härtesten treffen. Our Socialist Party comrades in Ireland have not only led the defeat of a national tax on every household in the form of water charges, but, and it's no exaggeration to say, they are responsible through the campaigning work of Rosa, the socialist feminist organization, and the elected representatives in the Dáil, or the parliament, for the holding, in a few weeks' time, of a referendum that will almost certainly see free abortion rights established at last. Sich noch wundern, warum meine klatschen. Unsere Genossinnen von der Sozialistischen Partei in Irland, die haben nicht nur die eine irlandweite Steuer, auf die jeder Haushalt in der Form von Wassergebühren zahlen sollte, besiegt. Es ist auch keine Übertreibung zu sagen, dass sie gerade durch ihre Kampagnenarbeit in der sozialistischen, feministischen Organisation Rosa und ihre Arbeit von unseren Parlamentarierinnen im Landesparlament dafür verantwortlich sind, dass es in ein paar Wochen ein Referendum geben wird, was mit ziemlicher Sicherheit das erste Mal freie Abtreibungsrechte in Irland durchkämpft. This year, on the 8th of March, International Women's Day, our comrades in Spain brought literally millions of school students and trade unionists onto the streets across the country in a strike which got backing from amongst the trade unions.
on the issue of women's rights. Dieses Jahr haben an der Frage von Frauenrechten am Internationalen Frauentag am 8. März unsere Genossinnen und Genossen im spanischen Staat wortwörtlich Millionen von Schülerinnen und Schülern auf die Straßen gebracht, wie gesagt, im ganzen Staat in einem Streik, der auch die Unterstützung von vielen Gewerkschaften hatte. In Brazil, in the last 10 days or so, we've seen an explosion of mass protest after the brutal shooting of the black gay socialist woman Marielle Franco in an almost militarized Rio de Janeiro. In Brasilien haben wir in den letzten 10 Tagen eine Explosion von Massenprotesten nach der brutalen Ermordung der schwarzen lesbischen Sozialistin Marielle Franco in einem eigentlich militarisierten Rio de Janeiro gesehen. And this could see the growth of a new determination to drive out all the remnants of dictatorship in Brazilian society and open the way for a rapid growth of socialist forces there. Das könnte den den Wachstum einer neuen Entschlossenheit, alle noch vorhandenen Elemente von Diktatur in der brasilianischen Gesellschaft zur Seite zu schieben sein und den Weg für einen riesigen Wachstum von sozialistischen Kräften dort bedeuten. Comrades, the dry kindling. Dry throats and dry kindling. Dry kindling. Once it is lit, it can lead to a prairie fire. Genossinnen und Genossen, auch ein alter Funke, wenn er sich neu entfacht, kann dazu führen, dass ein Buschfeuer entsteht. The dry kindling of revolutionary upheaval is accumulating everywhere. Conflagrations are inevitable. Und die Funken von revolutionärem Aufstand und revolutionärem Aufstand werden überall mehr und geraten in Bewegung und es ist unausweichlich, dass es zu Entzündungen und Flammen kommen wird. World War? Well, Weltkrieg? Yeah. Weltkrieg? Yes, sorry. Luckily and ironically, the existence of nuclear weapons that we've always campaigned against virtually rules out World War because of this assured mutual destruction. Nobody wants to begin it if they're going to be destroyed. Glücklicherweise und ironischerweise ist die Existenz von Nuklearwaffen, gegen die wir immer gekämpft haben, macht es eigentlich unmöglich, dass ein wirklicher Weltkrieg entsteht, weil es zu einer sicherlichen gegenseitigen Auslöschung kommen wird und niemand will einen Weltkrieg beginnen, wenn er dabei sicher auch ausgelöscht wird. But any hint of a new major war would anyway see mass movements in the streets. Aber jeder Hinweis auf einen neuen Krieg auf weltweiter oder globaler Ebene würde sowieso Massenbewegungen in den Straßen entfachen. As in my young day over the war in Vietnam, or as more recently the millions around the world who marched against the war in Iraq. So wie in Ihrer Jugend in der Bewegung gegen den Vietnamkrieg und in meiner Jugend der millionenfachen Bewegung gegen den Irakkrieg. Comrades, we can see that there will be no shortage of movements for our relatively small forces to intervene in, even to initiate and through which to grow. Genossinnen und Genossen, wir können sehen, es gibt keinen Mangel an Bewegungen für unsere noch relativ kleinen Kräfte, in die wir intervenieren können, die wir aber auch selbst starten können und in denen wir wachsen werden. As Lenin also explained in State and Revolution, we cannot simply, once we're on the move, we have to bear this in mind, but that we cannot simply take hold of the old state machine and fill it up with socialist content. Wie Lenin auch in Staat und Revolution erklärt hat, und das muss uns bewusst sein, auch wenn wir noch nicht an dem Punkt der Bewegung sind, wir können nicht einfach die alte Staatsmaschinerie übernehmen und mit sozialistischem Inhalt füllen. A genuine workers' democracy means representatives elected at all levels. Eine wirkliche Arbeiterdemokratie bedeutet, dass wir repräsentative Räte wählen auf allen Leveln. Subject to recall at any time. Die jederzeit abwählbar sind.
paid no more than the average wage of a skilled worker. Die nicht mehr als einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn verdienen können. This is what our representatives in Parliament and in the trade unions and in local sort of Seattle-type councils accept. Dem verpflichten sich auch alle unseren gewählten Genossen, ob im Parlament, in Gewerkschaften oder in lokalen Regierungssituationen. And Lenin's idea was for the lowliest and the highest tasks and responsibilities within the state and society to be rotated as far as possible. Lenins Idee war auch, die kleinsten wie die größten Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb des Staates und innerhalb der Gesellschaft so weit wie möglich rotieren zu lassen und nicht in einer Hand zu lassen. And for decisions to be made through representative bodies at every level of society. Und dass jedes Level der Gesellschaft in den Entscheidungsprozessen repräsentativ beteiligt ist. Even policing society would be shared out amongst ordinary people. Sogar Polizeiaufgaben in der Gesellschaft würden geteilt werden von der gesamten Gesellschaft und organisiert werden von der gesamten Gesellschaft. Gradually on the basis of a superabundance being available of the things that people need for a comfortable and harmonious existence, the state itself would become redundant, wither away, as he put it. So, Stück für Stück, auf der Basis davon, dass wir eigentlich einen riesigen Überfluss haben von allem, was Menschen brauchen für ein komfortables und harmonisches Existenz und Leben, würde der Staat selbst überflüssig werden und absterben. And a new life of peace and harmony worldwide would dawn. Und es gäbe den Sonnenaufgang eines neuen Lebens voll Frieden und Harmonie auf der ganzen Welt. That could be some way in the future, or it could be closer than we think. Das könnte irgendwann in der Zukunft passieren, oder es könnte viel schneller passieren, als wir jetzt gerade denken. But fighting for that, what better cause is there to espouse and to give our lives to? Aber wenn wir dafür kämpfen, was für ein besserer Grund, seine Energie, sein Leben in diesen Kampf zu stecken, was für ein besserer Grund könnte einem einfallen? If you agree, join us in that struggle. Wenn ihr mit ihr übereinstimmt, dann werdet Mitglied und werdet Teil unseres Kampfes. Thank you, comrades. Danke, Comrades.